wenn ich schon irgendwelche Informationen gebe, ja, dann wäre das ziemlich unsinnig, wenn ich im Prinzip das Gleiche sage wie alle anderen auch. Mach dies, mach das, fertig. Ja? Also mir widerstrebt es, jemandem eine Anleitung in die Hand zu geben. Was ich erreichen möchte, ist, dass meine Leute, mein Publikum, dass die einfach begreifen, dass man denken muss. Ja? Aquaristik ist eben so ziemlich das komplexeste Thema, was Tierhaltung angeht, überhaupt. Keine andere Tierhaltung ist so verstrickt in alle Prozesse, ja, wie die Aquaristik. Kein anderes, ja, egal, Vögel, Reptilien, Kaninchen, Hunde, Katzen, Schiedegal, Pferde, Hühner, das ist alles nicht vergleichbar. Der große Unterschied ist schon alleine, dass der Grundlebensraum bei allem anderen, was nicht im Wasser lebt, unsere Luft ist, unsere Umgebungsluft. Und die ist, ich sag mal, außer du sperrst die Tiere in eine Dunkelkammer ein, ohne Luftaustausch, dann verändert die sich. Aber sobald also ein Luftaustausch mit außen stattfindet, hast du ein vergleichbares Klima. Das hast du im Aquarium eben nicht. Ja? Das Wasser ist ja das Klima, in dem unsere Tiere leben. Und das unterscheidet sich von Aquarium zu Aquarium. Ja, und alleine aus dem Grunde ist die Aquaristik schon alleine das komplexeste Thema überhaupt. Ja, diese ganzen Hintergründe, die da einfach vorhanden sind, man muss nicht alles wissen. Aber im Grunde sollte man zumindest so viel wissen, dass man weiß, warum passiert denn das überhaupt? Oder was passiert? Was kann passieren? Diese Geschichten hier zum Beispiel, hier, der Klassiker, Mythos, der schon seit 100.000 Jahren in der Aquaristik verbreitet wird, ist: Reinige deinen Filter erst, wenn fast nichts mehr durchkommt. Habe ich schon so oft gesagt, dass das völliger Blödsinn ist. Ja, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil einfach da die Leute Ursache und Wirkung vertauschen. Ganz einfach. Ursache und Wirkung wird schlichtweg vertauscht. Ja, man geht davon aus, dass das Verstopfen des Filters, das Verschlammen des Filters, ursächlich für die bessere Filterleistung ist. Tatsächlich ist es aber anders. Eben nicht das Verschlammen. Das Verschlammen ist eben sogar kontraproduktiv. Ja, irgendwann ist nämlich der Punkt erreicht, wo der Filter komplett verschlammt und dann fangen an, Prozesse stattzufinden, die wir nicht mehr kontrollieren können. Aber was wirklich für die gute Leistung des Filters sorgt, ist eben der langsame Durchfluss. Das ist das Geheimnis. Deswegen bedeutet das eigentlich, wir können von vornherein hingehen, wir drosseln den Filter ganz massiv runter, fast nichts mehr rauskommt, halten den Filter aber sauber, ja, oder einigermaßen sauber, größtenteils. Das heißt, wir machen den Filter regelmäßig sauber, sorgen dafür, dass der gröbste Schlamm, der muss nicht sterilisiert werden, ja, da muss auch nicht peinlich sauber gemacht werden, sondern es soll nur der grobe Schlamm raus, die groben Sedimente. Sedimente bedeuten, das ist ausgefault oder ausreagiert. Ja? Da läuft nichts mehr. Zumindest nicht unter den Bedingungen, die wir da geschaffen haben. Also oxidative Bedingungen. Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Ne? Reduktiv kippt der Filter, werden diese Stoffe wieder freigesetzt. Aber im Normalfall lassen wir unseren Filter ja nicht jede Woche einmal kippen, sondern wir lassen den Filter weiterhin oxidativ laufen. Gehen wir hin und fahren den Filter von vornherein massiv runter, dass der wirklich nur noch tröppelt, dann haben wir genau das gleiche Ergebnis. Im Gegenteil, eher sogar noch ein besseres, weil wir eben dafür sorgen, dass der Filter immer noch genug Siedlungsfläche hat, ja, und eben nicht verschlammt ist, sedimentiert, ja, weil die Sedimente bringen dem Filter gar nichts, ja, weder als Siedlungsfläche. Ne, im Gegenteil, diese Sedimente verstopfen einfach nur die
die Kanäle im Filter, mehr tun die nicht. Ja. Die bringen nicht mehr viel, weil eben ausoxidiert, ja, da, das ist einfach nur gefangene Nährstoffe, die für das Aquarium nichts mehr bringen. Im Gegensatz zu Mulm, ja, also man muss ganz klar unterscheiden, es gibt Sedimente und es gibt Mulm. Sedimente sind ausgefallene oder ausreagierte anorganische Produkte, anorganisch, ja, es sind in der Regel irgendwelche Mineralien. Während Mulm einen Kern hat, in der Regel einen mineralischen Kern und darum herum eine Vielzahl an unterschiedlichsten Organismen, ja, die sich oder die eben eine organische Masse verarbeiten. Ja? Ja, also eine Mulmflocke, ja, es gibt halt Flocken, also in der Regel in Klärwerken zum Beispiel, da gibt es ja kein Siedlungssubstrat, sondern da wird unmittelbar mit der Mulmflocke gefiltert. Ja, da wird das Wasser bewegt und damit quasi der Mulm, ja, oder diese Bioflocken werden in Bewegung gehalten, damit eben diese Dinger selber die Oberfläche bilden und dieser Mulm vermehrt sich. Ja, und deswegen gibt es also da auch ein, da wird in Klärwerken wird dieser Mulm quasi regelmäßig ausgedünnt, damit es nicht zu viel wird, weil dann gibt es auch wieder Probleme. Ja, Klärwerke haben auch ganz andere Probleme. Wenn da zu wenig organische Masse reinkommt, dann entwickelt sich Blähschlamm. Blähschlamm bedeutet hauptsächlich Stäbchenbakterien, die extrem große Oberfläche, großvolumiges Volumen, also großvolumig werden und dann quasi gar nicht mehr absacken. Die bleiben in Schwebe. Das sind zum Beispiel Stäbchenbakterien, sind zum Beispiel das, was wir von frischem Holz kennen. Ja, wenn wir frisches Holz aus dem Zooladen kaufen, packen das ins Becken und dann kommt dann da dieser Biofilm. Ja, das sind Stäbchenbakterien zum Beispiel. Die bilden diesen Blähschlamm. Der ist im Aquarium nicht schlimm, im Klärwerk schon. Bedeutet aber, dass die Wasserbelastung zu niedrig ist. Ja, zu niedrige Wasserbelastung verursacht im Klärschlamm oder im Klärwerk Probleme. Ne? Wissen auch die wenigsten. Ne? Das Wasser muss ordentlich belastet sein, damit es überhaupt funktioniert. Ja? Wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Keine Ahnung. Irgendwie werde ich jetzt gerade erst wach. Merkt man das? Ja, aber wie gesagt, es geht ja um dieses Filtermythos, ja. Filter verschlammen lassen, bis nichts mehr rauskommt. Ja, völliger Unsinn. Ja. Ja, aber wie gesagt, das ist eben Halbwissen, das ist Ursache und Wirkung verwechseln, ohne darüber nachzudenken, was es eventuell alternativ sein könnte. Genauso wie dieser Silikatmythos, ja. Will ich jetzt hier auch noch drauf eingehen.